Willkommen auf meinem Kanal und ich werde noch mal kurz in die Kaffeetasse gucken, wie spät es ist. Herrlich. Ja, es ist Zeit für Cozy Spiel und zwar Rolling Hills. So, wir sollen doch jetzt Vren für die Nutzung ihres Gartens bezahlen. Das kostet uns 500 Münzen. Dann machen wir das doch direkt. Bezahlen wir das mal. Wir müssen jetzt sowieso ganz viel bezahlen. Fangen wir doch hier erstmal an. 500 Münzen, überhaupt kein Problem. Ja. Möchtest du den Garten mieten? Ja, das möchte ich. Okay, der Garten gehört dir. Wunderbar. Aber die Erde da ist nicht besonders nährreich. Du solltest also etwas Dünger besorgen, bevor du etwas anbaust. Ah, beschaffe nährstoffreichen Dünger. Wo finde ich den? Nährstoffreichen Dünger. Wurde mir das letzte Folge gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen schönen Tag jetzt hier im Laden. Verdien ein bisschen Geld. Das kann nicht schaden. Restaurant öffnen, jawohl. Los geht's. Ah, ich finde das herrlich. Wir bekommen einfach schon Geld, indem die reinkommen über den Fernseher. So, willkommen in meinem Laden. Was darf sein? Ah, das haben wir doch da. Einmal, bitteschön. So, die zwei, nee, haben wir nicht. Aber, denn, na, warte ich noch? Ich will nichts verschwenden. Ich will nichts verschwenden. Oh, hallo. Hallo. Nicht einschlafen. Sauber machen. Ich muss hier mal was Neues holen. So. Das trifft sich sehr gut. Dann kann ich euch beide gleich einmal... ja, Entschuldigung. Eigentlich war das für die Dame gedacht. Einmal zu dir. Sehr schön. Ah, haben wir da. Puh, da habe ich aber Glück gehabt. Ich bin nicht auf dem Foto drauf. Einmal neu laden. Und wir brauchen einmal... ja, das hier. Und da haben die doch schon wieder glatt den Tisch eingeschlabbert, die Schweine. So. Noch was? Oh, kriegen wir hin. Mit der besonderen Note. Bitteschön. Beschaffe nährstoffreichen Dünger. Wer könnte denn Dünger haben? Bürgermeister? Vielleicht. Müssen wir mal gucken. Na, wir müssen mal gucken. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Da wird irgendeiner eine Quest haben jetzt mit grün, grün, grün. Das ist alles, was ich mag. So, was das sein? Bestellt mal schön. Du hättest gerne... Das habe ich gerade gar nicht da. Das auch nicht. Abräumen. Sehr gut, jetzt haben wir es da. Wunderbar. So, am besten bestellt ihr zweimal was Grünes. Nee, leider nicht. Oh, halt, 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 halt. Einschlafen ist hier nicht, einschlafen ist hier nicht. So, was Grünes? Ja, immerhin einmal. Immerhin einmal. Und dann decken wir einmal ab. Weg damit. Einmal hier. Und einmal dort. Und das gibt's einmal dort. Siehst du, schon haben wir wieder über 200 Münzen. Das ist ja schon ganz gut. Das muss ja nochmal die nächste Runde kommen. Und was ganz cool wäre, neuer Tisch, ne? Mehr Gäste. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Wir schauen mal. Ich weiß gar nicht mehr, was der kostet. So. Schnell aufessen und raus. Die nächsten Gäste warten schon. Einen wundervollen Tag wünsche ich. Oh, da haben wir auch gleich Stufe 6 bestimmt. Das sollte reichen. 1, 2, 3. Noch ein Gast. Na komm, einmal klingelt es noch. Sehr schön. Ja, volle Besetzung. Also wie immer. Okay, dann haben wir... Das haben wir. Das haben wir leider nicht mehr. Was möchtest du? Oh, Beliebtheitsgrenze. Wie es scheint, hast du mit deinem Restaurant die höchste aktuelle mögliche Beliebtheit erreicht. Mache Fortschritte in der Geschichte von Rolling Hills, um die Grenzen zu erhöhen. Ah. Und da vielleicht jetzt dieses Dings gezeigt wurde, da, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, sollte ich da vielleicht mal hingehen? Das könnte. Das packen wir. Ja, grün, okay. Einmal blöd. Und dann müssen wir mal abdecken. Ah, das ist jetzt schwierig. Das wollen die beide haben. Aber die Dame war zuerst da. Und ich muss einmal abdecken. So. Einmal hier und einmal da. Oh ja, hier, der Christian mit der besonderen... Mit der besonderen Würze. Oh, tut mir leid, der Tisch. Ja, ich weiß. Der Tisch sieht schlimm aus.
Ah, das gibt Erzeuge eine B-Note. Und du möchtest noch einmal was Blaues. Ja, das kriegen wir noch hin. Bitteschön. Wunderbar. 367, 300. 367. Und einen dreckigen Tisch. Und wir müssen da mal schauen, dass wir weiterkommen. Ja, einmal die Statistik noch. Stufe 5, wir kommen nicht weiter. Speichern, sehr schön. Dann werden wir gleich mal da hochgucken. Und los geht's. Dass wir da weiterkommen. Wo war denn das? Das war irgendwo, ja, hier oben, genau. Es sieht aus, als wäre dieser Schrein schon sehr lange hier, das stimmt. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Wir müssen mal mit allen reden. Oh, da sehe ich rechts was ganz Tolles. Die Arbeit ist wie ein Garten. Man muss Geduld und Liebe hineinstecken, ehe man die Früchte seiner Anstrengung ernten kann. Mein Opa sagte immer, Schlichtheit ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Können wir da mal... Nee, wir können irgendwie nicht normal reden. Was ist denn das Tolles hier? Latschei Plus verleiht Gemüserezepten. Ist es teuer? Nee, überhaupt nicht. Den nehmen wir das mal mit. Das ist Spezial-Latschei. Und was ist das? Wollenkohl. Wolkenkohl. Wolkenkohl ist auch nicht teuer. Cool. Das ist ja richtig gut. Haben wir da noch so tolle Sachen? Ja, da drüben haben wir noch so ein... Verführling Plus verleiht Herz. Okay, das ist richtig. Und es ist nicht teuer. Dann werden wir das gleich mal anwenden. Das gibt den Rezepten die richtige Würze. Sollen wir mal gucken, wo können wir das denn anwenden? Machen wir mal hier. Jawohl, Stufe 4, richtig gut. Das können wir nur darauf anwenden. Und dann habe ich nochmal die Zutat, die passt hier drauf. Stufe 3. Perfekt. Achso, kann ich die irgendwo? Nee, leider nicht. Ich kriege die unter. Schade. Okay, ich muss halt gucken, wer bringt mich hier weiter? Kannst du irgendwas? Wer hart arbeitet, genießt den Erfolg umso mehr. Dünger. Oder bekommen wir den von irgendeinem der Freunde? Gourmet, Koffeinschub, Fesma-Modus. Nee. Nee, nee. Da leuchtet was. Das Ding zeigt mir immer an, wo ich hingehen muss. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Oh Mann. Ja, grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Du fragst Maya, wo du den nährstoffreichen Dünger finden kannst, den du brauchst, um eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms zu züchten. Wow, wir sind wirklich auf einer Wellenlänge, Sushi-Bot. Ich würde gern meine eigenen Kaffeebohnen anbauen und arbeite seit kurzem an einer Technik für hyperbeschleunigte Kompostierung. Ich brauche nur 5 Portionen Essensreste für den Kompost. Die kannst du sammeln, indem du in deinem Restaurant dreckige Tische putzt. Auf was? Sobald du 5 Portionen Essensreste gesammelt hast, bring sie zu mir. Dann mache ich daraus den nährstoffreichen Dünger für dich. Ah, endlich hat das Zeug Sinn. Möchte ich mit jemandem quatschen heute? Ist teuer, ne? Oh weh, das WLAN. Vergiss nicht, für die WLAN-Antenne. Ah, genau, da brauchen wir auch schon. Nee, komm, weißt du was? Ich spare das Geld. Dann können wir nämlich die WLAN-Antenne reparieren. So, wo soll ich denn jetzt bitte wieder hin? Soll ich den Tag beginnen? Soll ich den Tag beginnen? Ich soll einfach den Tag beginnen. Machen wir das. Warte mal, ein extra Tisch. Ich will mal gucken, ob ich einen kaufen kann für 252. Also das für eine Investition, wo ich sage, okay, die würde ich tätigen. Das wäre gut. Aber mal gucken, ob das aufgeht mit dem Geld. Achso, warte mal. Er steht ja da. Der kostet genau. Genau 250. Okay, ich habe noch 2 Münzen. Wow. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Jetzt wird es stressig. Aber cool. Cool stressig wird es jetzt. Ja, wird schon. Schaffe ich schon. Okay. Du willst irgendwas von mir? Ich will erstmal meinen Tisch hinstellen. Ich stehe ein bisschen im Weg. Warte mal. Ich würde den gerne so ein bisschen mittig stellen erstmal. So. Aktueller Status voll aufgeladen und bereit. Achso, ja, warte mal. Restaurant öffnen natürlich. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt. Zwei Gäste. Da können gerne noch ein bisschen mehr kommen. Okay, was wollt ihr? Das ist ja das Besondere. Zack. Wunderbar. Fängt schon mal gut an.
So, ihr dürft gerne den Tisch dreckig machen. Ich muss, hallo, nicht schlafen. So. Ah, das habe ich gerade nicht. Ihr dürft gerne den Tisch dreckig machen. Macht das nochmal. Macht doch mal den Tisch dreckig. Jetzt sollen sie es mal machen, nur machen sie es nicht. Noch was bestellen? Oh, habe ich gerade nicht. Oh, sehr gut. Da haben wir schon mal einmal. Ja, dann einen wunderschönen Tag wünsche ich. Wir müssen doch jetzt eigentlich mehr Geld. Oh, das ist ja auch neu hier. Dosen hinwerfen. Aber das hat auch schon gezählt als Dreck. Drei Gäste. Vier Gäste. Okay, das ist jetzt neu. In der zweiten Runde vier Gäste. Das heißt, nächste Runde habe ich dann hier Vollbesetzung. So, was möchtest du denn bestellen? Ah, habe ich gerade nicht da. Na gut. Abdecken. Neu. Ich glaube, das ist... Ja, das gilt für beide, ne? Wunderbar. Jetzt muss ich aber auch tierisch aufpassen, dass hier keiner... Ja, dass hier keiner einschläft, genau. Okay, was möchtest du? Chrisse. Jetzt haben wir gar nichts mehr da. Oder muss ich mir beilen? Die Dame braucht ganz schnell was zu essen. Sehr schön. Er braucht... Ne, er braucht das nicht. Jetzt wird schon knapp. Also das wird gleich echt spannend. Das wird gleich echt spannend. Oh, du möchtest noch was? Die wollen ja alle noch was. Das habe ich doch gerade nicht da. Alles wegschmeißen. Alles wegschmeißen. Aber für die Kunden mache ich das ja gerne. Natürlich, natürlich, so. Ja, mach euch den Tisch dreckig. Nee, jetzt machen die das nicht. So, jetzt geht's los. Volle Besetzung. Jetzt wird's interessant. Und erst zwei Portionen gesammelt. Drei. Vier. Eigentlich müssen noch zweimal klingeln. Irgendwie nicht. Ah, das hätte ich noch gehabt. Oder ob es noch eine Runde gibt vielleicht? Nee, das glaube ich nicht so lange. Oh. Sehr schön, du hast den Tisch dreckig gemacht. Wunderbar. So, was möchtest du haben? Das hier? Ja, kriegst du. Und die beiden warten auch schon. Sehe ich ja jetzt erst. So. Nächste Runde. Einmal hier. Einmal da. Einmal grün. Wolltest du nicht grün? Ja doch. Und du möchtest gerne was in blö. Na guck mal, da sind wir doch den 500 Münzen schon wieder echt dicht dran. Wie die WLAN-Antenne. Und einmal noch Tisch dreckig machen. Ja, sehr schön. Bam, perfekt. Das haben wir fertig. Bringe ich Maya die Essensreste? Natürlich mache ich das. Nee, das war weg. Also es gibt nur drei Runden. Es wird wohl noch dauern, bis der Tisch voll ist. Ich muss wieder einen Schluck Kaffee trinken hier. Sonst wird er kalt. Ah, ist noch in Ordnung. So, speichern. Und dann gehen wir mal zur Maya. Dann gehen wir zur Maya. Und geben ihr die Essensreste. Und ich sehe zum ersten Mal dieses Glitzern, ne? Oh Mann. Das Spiel will mir einfach nur helfen und ich lasse mir einfach nicht helfen. So, grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Du gibst Maya die 5 Portionen Essensreste, um die sie gebeten hat. Und fertig. Hier, für dich. Maya hat Sushi-Bot-Roboter einen Beutel mit nährstoffreichem Dünger gegeben. Sobald du ein Beet für den Gemüseanbau gefunden hast, kannst du den Dünger in die Erde einarbeiten. Dann haben Samen alles, was sie brauchen. Sehr gut. Ja, ich habe leider noch keine 500 Münzen. Aber ich müsste ja nun eigentlich die Dose aufheben können. Ich müsste ja nun eigentlich dann irgendwie was anbauen können. Oder brauche ich noch die Samen? Ne, die Samen habe ich glaube ich schon bekommen, ne? Die Gurkensamen. Ich meine ja. So, ich drehe mal hier eine kleine Runde. Das ist der perfekte Ort.
Wenn wir eine Gurke mit dem Umfang eines Baumstamms züchten wollen, dann werden wir hier am ehesten Erfolg haben. Erst sollten wir Vrenns Garten von Unkraut befreien. Dann arbeiten wir Maya nährstoffreichen Dünger in die Erde ein. Und zu guter Letzt sehen wir die spezielle Gurkensamen 3 cm tief und mit 15 cm Abstand. Ich werde jeden Tag vorbeikommen, um sie zu gießen und für sie zu singen. Das ist in Ordnung, dann muss ich das nicht machen. Das hilft wirklich. Ehrlich. Ich werde in ein paar Tagen vorbeikommen und dir berichten, wie es läuft. Gib inzwischen einfach weiter im Restaurant dein Bestes. Das krieg ich hin. Ja, hier haben wir was angebaut, aber man kann es nicht sehen. Ich könnte auch mal die Dosen entsorgen. Was ist hier eigentlich? Okay, was für ein netter Stand. Da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas hinkommt. Jo, weg damit. Gib 3 Münzen immerhin. Geld sammle ich erstmal ein bisschen. Das heißt, wir öffnen einfach den nächsten Tag. Jawohl. So, und jetzt aber mal bitte volle Tische hier. Warte, bis deine Gurke wachsen. Deine Gurken wachsen, so. Ja, das geht ja von ganz alleine. Okay, einmal, ja, das gilt als beides. Und das habe ich natürlich nicht da. Ja. Leute, bestellt doch einfach das, was hier ist. Mensch. Das ist doch Lebensmittelverschwendung. Okay, grün habe ich nicht. Und das habe ich leider auch nicht. Na gut, da decken wir einmal ab. Das Doofe ist, ich muss jetzt auch mal weiterkommen mit meiner Stufe. Aber das geht ja nicht. Ich denke mal, ja, ist das denn die Gurkenquest? Ich tippe mal ja, oder? Oder die WLAN-Quest. Kann natürlich auch sein. So, 2, 3, 4. Ach, schade. Na, was Blaues? Nee. So, was möchte er her? Oh. So, einmal Tisch sauber machen, einmal wachhupen. Oh, die schlafen ja allein hier. Was ist denn los? So schlimm ist doch hier auch nicht. Ich warte nochmal, was sie haben möchte. Genau. Das habe ich gar nicht da. Okay. Dann decke ich ab. Aber das habe ich alles da. Sehr schön. Zack, zack, zack. Einmal hier hin, einmal dahin. Ja, natürlich kriegst du das. Na toll, der will das auch. Ah, dann schmeißen wir alles weg. Ist auch kein Thema. So. Wirklich sehr schön. Ach, weißt du was, wir machen einmal den... Einmal komplett voll. Und dann kommen jetzt wahrscheinlich wieder 4. Also irgendwie fruchtet das... Mal gucken. Vielleicht kommen wirklich erst mehr, wenn ich in der Stufe gestiegen bin. Das könnte natürlich auch sein. Denn wäre das natürlich jetzt ein bisschen überflüssig gewesen, aber gut. Die 250. Aber früher oder später hätte ich es eh... kaufen müssen. Dann haben wir das schon mal vorgeholt. Huch. Und wir könnten jetzt die WLAN-Internet kaufen. Das ist gut. Das werden wir machen. Ey, hallo? Sauber machen. Sauber machen. Was Grünes? Jawohl. Guck mal hier. Wunderbar. Alles weg. Alles aufgegessen. Das gibt schönes Wetter morgen. Ah, das hier. Tada. Na, war's das? Nee, nochmal Nachschlag. Sehr schön. Das haben wir. Also, wenn du so was Blaues bestellst, ne? Ach, natürlich. Was in Grün. So, jetzt aber. Ja, das war's dann mit der Runde. 725. Oh, ist doch gut. Und dann werden wir morgen gleich erstmal die WLAN-Antenne kaufen. Mhm. Dann haben wir noch 225 über. Da kriege ich irgendwie Déjà-vu. Ich könnte. Nee, ich glaube, 250 kostete der Tisch. Für den Tisch reicht es nicht ganz. So, jetzt aber WLAN-Antenne holen. Ja, war hier oben.
bei der Maya. Mhm. Du hast das Geld? Fantastisch. Ich rufe gleich beim Hersteller an. Das ging schnell. Ja, wirklich. Hier ist deine WLAN-Antenne. Aber damit ist deine Arbeit noch nicht getan. Jetzt müssen wir noch einen guten Standort für die WLAN-Antenne finden. Je höher, desto besser. Also such den höchsten Punkt in Rolling Hills und sieh dich dort um. Das weiß ich schon, wo der höchste Punkt ist. Das kann ja nur da sein. Genau. Das hier muss der höchste Ort in der Stadt sein. Das ist der höchste Ort in der Stadt. Sehr schön, da geht es in der Story nicht weiter. Jetzt muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, herrlich. Von hier aus sieht man ganz Rolling Hills. Das ist wirklich genau der richtige Ort. Ich installiere gleich die WLAN-Antenne. Könntest du mir einen Gefallen tun und die Signalstärke testen? Ja, das kann der garantiert. Du musst nur mit dem Haus interagieren, das am weitesten von hier entfernt ist. Und wenn das Signal dort stark genug ist, sollte es problemlos die ganze Stadt abdecken. Okay. Ich hoffe mal, das am weitesten entfernte Haus, ne, wird mir leider nicht angezeigt. Aber wir fahren einfach mal ganz weit weg und hoffen, dass da irgendwo ein Ausrufezeichen dran ist. Eigentlich müsste es das sein, oder? Ist es nicht. Ah, da ist es. Wobei das andere eigentlich weiter weg ist. Naja, egal. Du startest... Was? Du startest WLAN-Signalstecke hier. Du startest die WLAN-Signalstecke hier, okay. 99%. Gar nicht schlecht. Ja, würde ich auch sagen. Großartig. Das Signal ist sogar noch besser, als ich dachte. Merkwürdig. Im Netzwerk wurde eine stark erhöhte Auslastung im Bereich der Bushaltestelle erfasst. Das sollten wir uns lieber ansehen. Okay. Dann sind da vielleicht irgendwelche Leute, die sich im WLAN einloggen und hier jetzt einziehen wollen. Das wäre natürlich cool. Ab zur Bushaltestelle. Ah, hallo. Ich habe mich eben bei Min entschuldigt, weil wir in Rolling Hills kein WLAN haben. Ich muss sagen, es tat gut, das loszuwerden. Was meinst du mit kein WLAN? Ich stream die ganze Zeit mit meinem Spezialheadset meine Ankunft hier live. Die Verbindung ist super schnell. Ach ja, die Min. Die wollte doch hier einziehen, wenn das WLAN besser ist. Und dafür haben wir Sushi-Bot zu danken. Er hat die Initiative ergriffen, das Geld dafür vorgestreckt und mir geholfen, das WLAN zu installieren und zu testen. Du hast das alles für mich getan? Vielleicht ist Rolling Hill ja wirklich so ein besonderer Ort, wie Corgi erzählt hat. Ich würde mich gern für den Gefallen revanchieren. Ich bin Influencerin. Daher komme ich von meinen Sponsoren im Austausch für meinen aktiven Lebensstil eine Menge kostenloses Zeug. Wenn du möchtest, kann ich dir zeigen, wie man das macht. Du hast jetzt Zugriff auf das Netzwerk für tägliche Herausforderungen. Oh, dort kannst du Influencer-Punkte sammeln. Oh, sehr schön. Ich sammle immer gerne Influencer-Punkte und Abos. Indem du jeden Tag coole Sachen machst. Ich sprich mit Min und deine Influencer-Punkte gegen Geschenke einzutauschen. Ich bin froh, dass ich nach Rolling Hills gezogen bin. Danke, dass ihr alle mich so lieb empfangen habt. Okay. Jeden Tag erhältst du eine Reihe täglicher Herausforderungen. Wenn du diese abschließt, erhältst du eine bestimmte Währung, die du bei Min, je höher deine Freundschaftsstufe mit Min, desto mehr exklusive Möbelstücke, Rezepte und Hüte werden in diesem Laden verfügbar. Hüte? Heute habe ich die wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, okay. Heute gibt's die noch nicht. Ich habe noch 225. Ich würde sagen, wir kaufen noch was, bevor wir den Tag eröffnen. Was haben wir denn Tolles? Oh, ja, guck mal. Lecker. Wobei, die Zwiebeln, ne, lasse ich mal, weil ich kann die Zwiebeln ja eh nicht anwenden. Ja, aber hier, das kaufen wir. Latscheu. Kaufen. Jo. Obwohl, vielleicht kaufe ich sie lieber schon. Dann haben wir sie. Haben ist immer besser als brauchen. Sehr gut. So, dann wollen wir nochmal schauen. Was können wir denn Schönes damit machen? Nein, Dekor nicht. Zutaten. Jo, einmal da rein. Stufe 5. Und ja, das geht wirklich nirgendwo rein. Stufe 4. Sehr schön. Ja, die Zwiebeln gehen leider nicht. Restliche Geld behalte ich. Und dann würde ich mal sagen, ab in den Laden, starten wir den Tag.
So. Ob heute wo mehr Gäste kommen? Das wäre natürlich cool. Drei. Okay, drei. Wenn jetzt vier gekommen, hätte ich gesagt, jo, das klappt aber. Wobei, die junge Dame ist ja da. Das heißt doch, es kommen bestimmt mehr Gäste. Mal sehen. Halt. Schnell weg. Ja, ich weiß, der Tisch, der ist ein bisschen dreckig. Das mache ich. Was ist mit dir eigentlich los hier? Achso, du. Das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. So. Naja, jetzt habe ich ihr das gegeben. Den müssen wir mal abdecken. Nee. Nicht einschlafen. Hier wird nicht geschlafen. Hier wird gegessen. Und schon wieder kann ich abdecken. Habe ich doch da, natürlich. Und den Tisch mache ich auch gleich sauber. Wunderbar. So, nächste Runde. Da bin ich mir echt auf die Aufgaben morgen gespannt. Eins, zwei. Mal vier dürft's vor werden, oder? Ja, drei Gäste? So, jemand was Blaues? Natürlich nicht. Das machen die extra. Okay, zack. Schade, es hätten gerne mehr Gäste werden können. Ah, okay. Hey, da ist jemand eingeschlafen. Das geht doch nicht. Aufwachen, Junge. So, du möchtest... Okay, das Grüne werden wir noch los. Blau leider nicht. Oh, warte mal. Stufe 3. Hallo? Okay, ich wollte sagen, warum ist er da nicht? Machen wir mal sauber. Und? So, dann kommt gleich die nächste Runde. Aber leider werden das wahrscheinlich nur vier werden. Ich denke, erst mit einer höheren Stufe werden wir dann auch mehr Gäste bekommen. Aber lass uns überraschen. Weil da geht es ja im Moment auch noch nicht weiter. Irgendwas fehlt uns da noch. Vielleicht doch das mit der Gurke. Die Gurkenquest. Das könnte gut sein. Oh, vier. Okay. Hada. Oh, perfekt. Alles abgedeckt. So, dann bestellt man erstmal. Vielleicht haben wir dann alles dabei. Wenn die Bestellung aufgegeben haben, vielleicht richtet sich das. Richtet sich das Ding danach? Das wäre natürlich cool. So, okay. Hier war die Grünes. Da wurde einmal der Tisch eingeschlabbert. Kein Problem. Machen wir sauber. Zack. Sehr schön. Na, ich hätte gern mehr Gäste. Aber ist okay. Mehr ist halt im Moment nicht. Okay. Na gut. Muss ich mitleben. Kriegen wir. So, 10 Gäste hatte ich heute. Komm mit. Das musst du dir ansehen. Ah, die Gurken. Ich kann es nicht erklären. Die Gurkensamen, die wir ausgesät haben, sind gestern erst gekeimt und jetzt ist das passiert. Maya und Vren haben mir geholfen, das Ding aus dem Garten herauszutragen. Was war alles an dem Dünger, dass die Gurken so schnell gewachsen sind? Es war völlig normaler Kompost. Ich hätte da nie mit Absicht hingekriegt. Hey, ich will diese Riesengurke nicht umsonst hergeschleppt haben. Machst du nur diese Riesenkapperrolle oder nicht? Aber ja, natürlich. Mal sehen. Im Buch hat eine Person in kastenförmiger zeremonieller Kleidung die Opfergabe zum Schrein gebracht. Das bin ja wohl ich. Du bist der Einzige hier, der so aussieht, Sushi-Bot. Sonst hätte ich die Darbietung der Opfergabe selbst übernommen. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn hier wirklich irgendeine mystische Kreatur erscheint? Im Buch ist die mystische Kreatur erschienen und hat die Opfergabe gegessen. Oh, da bin ich auch mal gespannt jetzt. Muss ich mal einen Kaffee trinken vor Schreck. Und was ist passiert?
Den Teil haben wir noch nicht entziffert. Das ist doch ein Scherz, oder? Wenn ihr mich fragt, wäre es eine Verschwendung, so eine fantastische Gurke nicht zu nutzen? Ich bin dafür, wir machen das Ritual. Also dann, macht euch auch alles gefasst. Ja, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Oha! Oha, was ist die Kreatur? Lecker! So eine köstliche Mahlzeit hatte ich seit mindestens 1000 Jahren nicht mehr. Entschuldige bitte, bist du die mystische Kreatur aus diesem Buch? Wie? Kreatur? Oh, tut mir leid. Es war wirklich ungeheuer ungehobelt, einfach drauf loszumampfen. Nein, nein, sieh mal hier. Oh, wow. Wie sah ich denn damals aus? Das bist also wirklich du? Ja, das sind ich und meine zwei Geschwister. Wir lebten vor langer Zeit in Rolling Hills, aber als das Essen hier zu schlecht wurde, haben wir uns aus dieser Dimension zurückgezogen. Wer hätte gedacht, dass mystische Kreaturen so wählerisch sind? Ich bin in Sachen Magie etwas aus der Übung. Ich kann den Fluch über Rolling Hills also leider nicht komplett aufheben. Deshalb habt ihr mir doch die Opfergabe gebracht, oder? Wie bitte? Ein Fluch? Oh, ups. Ich habe angenommen, ihr wisst das schon. Aber ich schätze, damals waren selbst eure Ur-Ur-Urgroßeltern noch nicht geboren. Es war sogar ein Ur mehr. Vor langer Zeit wurde ein Fluch der Vergessenheit über Rolling Hills gelegt. Deshalb ist Rolling Hills immer noch so klein, während andere Städte mit der Zeit wachsen und sich verändern könnten. Als Dankeschön für eure Gabe habe ich mit meinem kleinen bisschen Macht einen Teil des Fluchs aufgehoben. Okay, dank Kappas Magie kann dein Restaurant jetzt beliebter Stufe 10 erreichen. Ah, siehste. Und vielleicht hilft das dabei, mehr verlorene Zeit gut zu machen. Kappa verleiht Sushibot die Fähigkeit, einen Turbo zu aktivieren, um sich mit übernatürlichem Tempo zu bewegen. Sehr gut. Ich fürchte, mehr kann ich nicht bewirken. Aber vielleicht können ja die anderen Geister auch helfen. Ah, stimmt. Wir haben so viele Fragen an dich. Zum Beispiel, wie wir den Rest des Buchs entziffern und die anderen Geister treffen können. Also wenn du mal Lust hast, komm einfach in mein Café, es ist gleich um die Ecke. Klingt super. Wir sehen uns dann. Und ich dachte, dieses Städtchen kann nicht noch schräger werden. Das wird bestimmt auch viel schräger. So, es wird gespeichert. Ein neuer Tag. Turbo. Drücke B, um im Restaurant und überall sonst. Das ist cool. Oh, okay. Das ist wirklich flott. Mal sehen, ob wir das brauchen werden. Für draußen auf jeden Fall. Was ich mich frage, wo dann nachher das nächste Ritual stattfinden wird. Weil bis jetzt habe ich ja nur... Ah, hier! Warte mal. Mal kurz gucken. Herausforderung. Plauder mit Brennen. Putze 3 dreckige Tische. Gib 1000 Gold aus. Putze 3 dreckige Tische. Okay, das kriege ich vielleicht hin. Und hier gibt es Geschenke. Wie komme ich denn da dran? Da muss ich mal kicken. Oh! Ah, da sehe ich die Herausforderung jetzt. Kann man die eigentlich anpinnen? Vielleicht muss ich das einstellen. Gameplay, Sprache, Schattenqualität, Audio, Barrierefreiheit zurück. Ah, okay. Das wäre cool, wenn die immer da bleiben würde. Aber warte mal, ich kann sie zumindest immer wieder aufrufen. Und dann geht sie wieder weg. Ja. Okay. Na gut. Sei es drum. Warte mal, da war es eben. Ja, ich hätte das gern immer. Ich glaube, sobald ich mich bewege, geht's weg. Ja. Okay, jetzt haben wir das geklärt und wir werden dann weiter an dem Ladenausbau bauen müssen. Naja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich mehr Gäste bedienen. Wir können bis Stufe 10 kommen. Wir werden weiter die Stadt erweitern und diverse Aufgaben bekommen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr schaut nächste Folge wieder rein. Ich mache ein bisschen klar Schiff und verbleibe mit allem. Ciao, ciao.